Durch den demografischen Wandel nimmt die Zahl älterer Menschen stetig zu. Viele dieser Senioren müssen ihren Alltag mit körperlichen Einschränkungen meistern. Dadurch entsteht eine große Herausforderung für die Forschung. Sie muss neue Technologien entwickeln, die der steigenden Zahl an Senioren hilft, lange unabhängig zu Hause zu leben. Ein wichtiges Thema, auch in der Softwarebranche. Microsoft Deutschland und das Fraunhofer-Institut haben dazu eine Studie vorgestellt. Unsere Studie hat gezeigt, dass der junge Durchschnittsnutzer bei der Entwicklung des Internet und von Informationstechnologie nicht im Mittelpunkt stehen darf. Ältere Menschen und Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Wichtig dabei ist, dass bei der Entwicklung von Technologie und des Internet deren Bedürfnisse von vornherein mitentwickelt werden und mit eingebaut werden. Wir leisten als Microsoft dazu seit über 20 Jahren einen Beitrag und entwickeln unsere Technologien kontinuierlich weiter. Viele dieser Technologien von dem Internet erlauben dabei einen Durchbruch. Den demografischen Wandel meistern, das ist eine Herausforderung für alle Teile der Gesellschaft. Die Softwarebranche liefert auch Impulse für andere Wissenschaftler. In dieser Forschungswohnung verstecken sich überall Sensoren. Sie registrieren den Aufenthaltsort des Bewohners. Signalgeber erkennen, in welchem Raum die Person gerade ist. Passiert ein Zwischenfall, wie ein Sturz, registrieren das die Sensoren und die Datenauswertung erkennt den Notfall. Es geht eine Nachricht an Angehörige oder ein Signal in die Rettungsleitstelle. Eine besondere Rolle für Senioren spielt das Internet. Es ermöglicht Kommunikation, Einkaufen und Zugang zu Informationen vom eigenen Wohnzimmer aus. Das sollte auch funktionieren, wenn jemand schlecht sieht oder die Maus nicht richtig bewegen kann. Dafür haben sich die Softwareentwickler Ziele gesetzt. Ja, die sogenannte Barrierefreiheit betrifft praktisch uns alle. Das heißt, mit dem Alter kommen nun einmal körperliche Einschränkungen einher, die sich auch noch über die Zeit verändern. Um diesen daraus resultierenden vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, muss man Barrierefreiheit bei der Softwareentwicklung von Anfang an explizit adressieren. Das heißt, nur so können wir Internetanwendungen oder Software weiterentwickeln, sodass jeder sie ohne zusätzliche Technik nutzen kann. Microsoft bietet hierzu schon einige interessante Technologien und denkt langfristig in die richtige Richtung. Ein Stichwort heißt Universal Design. Es ist gegeben, wenn Nutzer auf Internetseiten die Schriftgröße verändern können oder eine Funktion anklicken, mit der die Webseite durch Sprache bedient wird. Das hilft Personen, die schlecht sehen. Bisher erfolgen Technikanpassungen an körperliche Einschränkungen nachträglich. Die neuen Pläne und Produkte der Softwareentwickler, wie bei Microsoft, helfen schon bald Senioren und allen anderen Menschen mit Einschränkungen.